Hallo zusammen. Ich wollte heute mal so ein kleines Fazit nach den ersten gut 1000 Kilometern machen, was ich so von diesem Rad halte. Erstmal vorab, so im Großen und Ganzen passt alles, wie es sein soll. Die Feinheiten sind teilweise aber doch verbesserungswürdig, nenne ich es mal vorsichtig, wie solche Geschichten, dass der Abstand zwischen Schutzblech und Reifen zum Beispiel sehr gering ist. Wenn man sich da mal einen etwas größeren Stein ins Profil fährt, schleift er sofort am Schutzblech zum Beispiel. Ist nur eine Kleinigkeit, aber finde ich schon störend. Der Vorteil ist ja, dadurch, dass die Schutzbleche so eng am Rand, am Reifen sind, dass man nahezu nur Spritzwasser hat. Und da überwiegt natürlich der Vorteil. Des Weiteren sind ja hier diese Taschenhalter dran von dem Frontroller. Und die vibrieren ganz schön, wenn man auf nicht perfektem Untergrund fährt, was ich teilweise schon sehr stark empfinde. Hab da auch schon mal die ein oder andere Schraube ein bisschen nachgezogen. Konnte das jetzt aber nicht wirklich komplett ausmerzen. Wenn ich schon mal hier vorne bin, die Bremse ist Magura typisch gut. Und packt auch kräftig. Scheibenbremse wäre bergab mit vollem Gepäck und ordentlich Gewicht wünschenswert, aber ist kein Muss. Diese Konstruktion hier mit der Kabeldurchführung ist ja nicht so die schönste, aber funktioniert. Was ich geändert habe, ist die Position des Tachos, die war ja vorher hier am Rahmen, ist jetzt hier oben dadurch deutlich besser zu bedienen und auch abzulesen. Die Halterung der Lampe hier, die hätte ein bisschen massiver sein können. Wie ihr seht, die ist fest, aber die wackelt doch sehr. Das ist für mich eindeutig von der Materialstärke nicht so, wie es hätte sein sollen. Ansonsten der ganze Vorderbau und sowas aufgrund dieser breiten Reifen fährt sich sehr gut, ist auch sehr stabil, bis auf das gerade erwähnte, was so vibriert. Hier mit der Pumpe und der Halterung, ich habe da mal nichts dran gedreht jetzt die letzten 1000 Kilometer, also das geht auch vom Dreck her, was da so hochgewirbelt wird und das beeinträchtigt auf keinen Fall die Funktion der Pumpe. Zu der Kette muss ich sagen, die habe ich jetzt so alle 300-400 Kilometer mal eben sauber gemacht. Nur ein bisschen Öl dran und fertig. Das funktioniert einwandfrei. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Genauso Stabilität von diesen Kunststoffschutzblechen. Das Schloss ist auch super. Da ist ja noch diese Kette bei, damit man es verlängern kann zum Befestigen. Die Halterungen hier am Gepäckträger für die Satteltaschen hat man ja die Option, das einmal oben zu befestigen und dann aber auch auf dieser Schiene. Wenn ich das allerdings auf dieser Schiene mache, habe ich immer das Problem, dass ich hier mit der Halterung für den Spanngurt so ein bisschen kollidiere mit der Tasche. Man sieht das auch hier, jetzt habe ich die Finger davor, dort, dass das immer so eine recht knappe Sache ist, obwohl die jetzt oben eingehangen ist. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass sie so ein bisschen nach innen weiter liegend wären. Kann man verbiegen, ist aber ein recht dünnes Material. Also das ist auch so, hätte ich mir besser vorgestellt. Was die Felgen und die Speichen angeht, finde ich bis jetzt eine super stabile Sache. Die rollen und laufen, wie sie sollen. Da gibt es erstmal nichts zu mäkeln. Auch so von der Rollgeräusche und Rollwiderstand finde ich das alles sehr gut. Mit diesem Schwalbe Evolution Reifen oder Marathon.
Mondial steht auf der anderen Hälfte. Da bin ich echt zufrieden. Die Schaltung, wie ich schon bei dem ersten Video sagte, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was die Geräuschkulisse manchmal angeht. Aber von der Funktion her das Beste, was ich je gefahren habe. Jetzt mag der ein oder andere sagen, Kettenschaltung, bessere Übersetzung, mag alles sein. Aber für mich mit diesem Konzept die erste Wahl. Möchte ich auch nicht mehr von weg. Ist im Großen und Ganzen eine super saubere Sache. Muss mich nur mal auseinandersetzen damit, wenn ich die ausbauen muss wegen den Platten, wie das Ganze genau funktioniert. Soweit bin ich noch nicht. Dann geht es weiter hier zu den Pedalen. Da ist es so, dass die eine Seite hier vorne so ein bisschen abgeschrägt ist. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. So ist die Trittfläche. Dann kann ich super fahren. Wenn ich das Ganze jetzt drehe, habe ich immer das Problem, dass ich hier auf der Rundung stehe. Das heißt, man muss halt immer darauf achten, dass die Pedale so steht. Ist im Stadtverkehr manchmal nervig. Andererseits ist es kein Stadtrad, könnte man natürlich sagen. Aber warum kann die Pedale nicht auf beiden Seiten gleich sein? Fragezeichen. Tretlager gibt es ja nicht ganz viel. Ist gut abgedichtet, hält alles vernünftig so, wie es soll. Bin ich erstmal ganz zufrieden mit. Auch ansonsten die Stellen, wo irgendwie Flüssigkeiten sind. Man sieht keinen Ölaustritt oder sonst was. Ihr seht, das Rad ist jetzt einfach mal 1000 Kilometer nicht geputzt, um auch mal zu wissen, wie alles so wirkt. Als nächstes wäre dann hier dieser Ständer. Von Heber ist der, glaube ich. Der macht, was er soll. Der klappert nicht, der wackelt nicht, der steht stabil. Das gleiche mit dem kleinen, der hier vorne am Frontroller ist. Den habe ich gerade mal ausgeklappt. Auch klasse, meiner Meinung nach. Ansonsten, die Oberflächen sind jetzt hier nicht wer weiß wie empfindlich. Ihr seht, da ist jetzt ordentlich Dreck dran. Aber ich finde, dass das alles noch im normalen Rahmen ist. Der Sattel und seine Verstellung. Hier unten drinne sind ja diese zwei Stellschrauben zu sehen. Ich zeige es mal von unten, das geht vielleicht besser. Und zwar hier, um die Neigung und dort die Neigung jeweils vorn und hinten einzustellen. Das hätte definitiv einfacher sein können mit so einer Einstellung über so Rillen. Da gibt es ja diese Metalle, wo man die Schraube dann so ein bisschen löst und dann kann man den Sattel vor- und zurückschieben. Das geht hierbei auch. Und bei anderen kann man dann aber hier in dem unteren Bereich hat man so Verzahnungen, dass man den Sattel auch neigen kann. Weil dieses von der Einstellung, ich habe das Gefühl, so alle paar Tage muss man das wieder nachstellen. Weil das doch ganz schön arbeitet in diesem Konstrukt und der Hintern ja auch nicht jeden Tag irgendwie gleich ist, habe ich das Gefühl. Der Sattel an sich habe ich mich jetzt langsam dran gewöhnt, ist aber, ja, er ist schon irgendwie bequem, weil es gibt keine Reibung, weil man auf diesem Leder so schön geschmeidig hin und her rutscht. Aber er fühlt sich immer noch ein bisschen hart an, so an den Sitzknochen. Aber nach guten 1000 Kilometern, oder wie viel habe ich denn genau? Ach, das war heute 1335 Kilometer habe ich jetzt. Doch schon ein bisschen mehr als ich dachte. Ja gut. Aber so richtig gewöhnt habe ich mich an den Sattel noch nicht. Das steht fest. Der Lenker von seinen Einstellmöglichkeiten hier, auch mit diesen Strichen, dass man weiß, wo man war. Und hier an den Seiten, auf der Seite ist die Markierung. Das funktioniert alles super. Der Drehgriffschalter hier auch astrein. Da gibt es jetzt erstmal auch nicht irgendwas zu meckern. Die Position der Griffe muss ich immer mal wieder ein bisschen nachstellen, dass die Hände nicht so kribbeln. Habe ich jetzt aber mittlerweile, glaube ich, auch eine Position erreicht, die ganz okay ist. Ja, zum Thema Klingel. Die finde ich genial. Die ist so klein und fein und macht ein tolles Geräusch und die hört auch jeder komischerweise. Da gibt es gar nichts zu meckern. An den Rückspiegel habe ich mich mittlerweile auch sehr gut gewöhnt. Da muss ich jetzt schon aufpassen, wenn ich mein anderes Rad nehme. Da gucke ich auch manchmal einfach nach unten. Da muss ich mich dann doch wieder umdrehen. Würde ich also jederzeit wieder machen. Nochmal zu der Lampe an sich. Die habe ich gerade übergangen. Das ist ja diese IQX von Busch und Müller. Und die ist echt, was die Leuchtkraft angeht, super. Wie gesagt, 100 Lumen. Und es fühlt sich auch super hell an.
Was ein bisschen stört, ist halt dieser Bügel. Da hat man immer so einen flimmernden Schatten, weil der halt vibriert. Aber ganz ohne Schwingung geht es an einem Stahlrad auch nicht. Ne? Irgendwo muss sich das ja alles so übertragen. Ich würde sagen, so im Großen und Ganzen war es das jetzt mit den Vor- und Nachteilen. Wobei, das Rücklicht, da muss ich dran. Unten die Kabel, die hier reingehen, diese beiden, die sind so schlabberig locker da drinne, dass die sich manchmal rausrütteln. Und das ist ärgerlich. Das dürfte eigentlich nicht sein. Ist jetzt kein Riesendrama, aber sollte nicht sein, meiner Meinung nach. Tja, das war's. Ich würde sagen, das Rad an sich, super. So ein paar kleine Details könnte man verbessern. Und ansonsten, wenn es rollt, rollt es super. Also so auf langen, geraden Strecken, irgendwie 23, 25 km/h, kann man entspannt fahren, ohne großen Kraftaufwand. Ich sag mal, wenn Masse in Bewegung kommt, ne, dann läuft's auch. Ja, ich hoffe, das Fazit hat euch gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.